Am Ende von Phase 1 hatten wir ja 5 Entwürfe ganz unterschiedlicher Art. Und dann ging für uns die eigentliche Arbeit erst los. Dann haben wir eine Umfrage gemacht. Und dann wurde in den einzelnen Klassen ja über die Tutoren und Tutorinnen abgestimmt. Es haben sich über 1500 Leute beteiligt. Die haben auch wirklich mitbestimmt. Am Ende hat Idylle gewonnen. 3 war schöner. Ich finde eigentlich das ganz gut, weil dann zeigt das auch, dass Hamburg halt mal überflutet werden kann. Also wenn alles so weitergemacht wird und nichts für den Klimaschutz getan wird. Der Architekt war sofort begeistert von der Idee. Letztendlich brauchten wir ihn nicht überzeugen. Die Wand ist 42 Meter lang. Bei 4 Meter Höhe kommen wir ungefähr auf 140 Quadratmeter. Das umzusetzen von dem Entwurf auf eine Wandmalerei in der Größe ist natürlich nicht ohne. Wir setzen uns ein Denkmal. Das ist sozusagen die Signierung der Schulzeit. Wir haben einfach ein Meterraster auf die Wand gezogen, das auf den Entwurf übertragen und dann konntest du genau ablesen, wo bin ich und wo muss ich hin. So können wir uns gut orientieren, wo welche Motive hinkommen, wie groß sie werden müssen, weil das ganz schön schwierig ist, so ein Gefühl zu kriegen, wie groß die Dinge auf der Wand tatsächlich aussehen. Die Challenge ist auf jeden Fall gerade zu malen. Was man vor allem falsch macht, ist, dass man die Outlines nicht gerade bekommt manchmal. Dann muss man das halt mit Tape etwas korrigieren, damit das auch wirklich gerade bleibt. Vielen herzlichen Dank an alle. Der Prozess war schon echt cool, muss man sagen. Er war natürlich einfach auch dem geschuldet, dass wir einfach echt eine coole Truppe hatten. Sie haben ein Kunstwerk erschaffen, was über den Schulhof hinaus auch positiv in den Stadtteil wirkt. Sie haben den öffentlichen Raum als Sprachrohr genutzt, was der Klimawandel uns alle angeht. Dass man einfach etwas hat, was man hinterlässt auf der Schule nach 13 Jahren, die man hier ist. Einfach ein riesen Gemälde. Ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht ganz genauso geworden wie auf dem Raster. Alles ist ein bisschen verschoben, aber im Großen und Ganzen sieht es halt noch passend aus. In seiner ganzen Darreichungsform war das ein sehr komplexes, sehr professionelles Projekt. Wir hatten eine ganz, ganz starke Konzeptphase, dann aber auch das Gestalterische zu entwickeln und das Handwerkliche nachher noch reinzukriegen. Und das als Gruppe, perfekt.